So, fahren wir jetzt lang. Wir fahren jetzt erstmal tanken, ne? Hast du dein Glas oben oder unten? Oben. Oben? Ja. Wenn es zu windig ist, musst du runter machen, ne? Ja. Guck mal hier, Biebertal, ganz leer, du. Keine Kinder, nichts. Alles zu. So, jetzt fahren wir hier gleich tanken. Kommt gleich eine Tankstelle. Boah, tanken ist echt scheiße hier mit dem Ding, ne? Das war bei der V-Strom besser. War das Loch größer. Das war nicht so ein langer Schnorchel in den Tank rein. Hier schäumt das andauernd hoch. 14,29 Euro musst du bezahlen. Nee, ja? 21 Euro. Also 21 Euro oder 22 einfach. So, weiter geht's, wa? Ja. Hier ist gerade einer richtig lang gebraust. Ja? So ein mit orangenen Motorrad. So, soll ich mich schon mal draufsetzen oder? Ja, setz dich schon mal drauf. Ja? Ich komm danach. Schaffst du das? Ja. Ich hab das hier auch vorhin. Genau, halt dich schön bei mir fest. Boah. Hab's geschafft. Wunderbar. So, alles easy? Ja. Dann geht's weiter, wa? Geht's weiter. Ach, schön. Wo wollen wir denn hinfahren? Weiß ich nicht. Fahren wir einfach mal ein bisschen kreuz und quer, ne? Ja. Ohne Ziel. Einfach mal ein bisschen die frische Luft genießen. Und freust du dich, dass jetzt keine Schule ist? Ja. Ja? 5 Wochen frei. Ja, was haben wir jetzt hier? 363 Kilometer Restreichweite mit vollem Tank. Gucken, ob das noch ein bisschen hoch wandert, aber ich glaube nicht. Und alles noch schön? Ja. Hast dich ja eigentlich mal gefreut, mit Papa mal wieder Motorrad zu fahren, ne? Ja. Schon so lange her, ne? Ja. Vielleicht treffen wir auch den einen oder anderen Motorradfahrer. Ja, uns sind ja schon ein paar entgegengekommen, ne? Ja. Ja, nur die ganzen Motorradtreffs, die haben mir zu, weil es ist ja Kontaktverbot, ne? Weißt du, was das heißt? Ja. Was heißt das denn? Das heißt, man darf nicht mehr alle zusammen wegen dem Virus, weil vielleicht hat der andere ja den und man kann das ja nicht merken, dass man das hat. Und dann steckt man ja den anderen auch noch an. Ja, richtig, genau. Deshalb sagt man ja auch 1,5 Meter Abstand. Ja, richtig, genau. 1,5 bis 2 Meter, ne? Ja. Weißt du, warum Leute diese Teile an der Nase, am Mund haben? Die Schutzmasken meinst du? Ja, da, die haben das, falls sie den Virus haben und sie husten müssen, dann husten sie da rein und sie können das hier auch wieder waschen. Ja, richtig. Das ist so eine Maske, die dient eigentlich mehr dafür, dass man andere nicht ansteckt, ne? Ja, deshalb hustet man ja auch dann da rein. Ja. Wenn man spricht, geht es ja auch da rein. Ja, wie gesagt, die ganzen Motorradtreffs haben jetzt zu. Die Imbissbuden und so weiter dürfen nichts verkaufen. Oder nur zu bestimmten Zeiten. Komm, fahren wir mal hier links. Da sind Ponys. Ponys? Ja, hinter uns. Da diese kleinen. Komm, Fahrradfahrer, das schaffen wir. Ja, bin ich mal gespannt, wie das weitergeht, ne Marvin? Ja. Wie lange du jetzt nicht in die Schule gehen kannst. Weil auf Dauer kann das ja auch nicht so weiterlaufen, ne? Ja. Da wird man ja auf Dauer, wird man ja blöd.
Vor allen Dingen fehlen einem ja auch die sozialen Kontakte, was ja auch in einer gewissen Art und Weise zur Bildung ja, dazu beiträgt. Soziale Kompetenz, das fehlt ja alles irgendwie, ne? Oh, ich habe jetzt meine Mini-Drohne nicht mitgenommen. Was hast du nicht mitgenommen? Meine Mini-Drohne, die ist ja noch, die ist ja voll. Ach jo. Ich habe die mal aufgeladen. Stimmt, du hättest ja auch deine kleine Drohne mitnehmen können, ne? Ja. Ganz vergessen jetzt. Hab ich auch nie dran gedacht. War hier nicht mal, als wir hier so lang gefahren sind, war hier nicht mal so eine Straßensperre unten? Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich kann mich noch erinnern, dass hier oder irgendwo hier in der Nähe war so eine Straßensperre. Ja? Ja. Da waren wir, glaube ich, auf einem Ausflug. Zu so einem Restaurant. Oder ist der Sorpesee schon? Zu so einem Restaurant, oder wie das heißt, wo wir waren. Ja? Da haben wir ja alle zusammen gegessen. Mama war dabei. So, kommen welche? Hier bei, wenn wir nach Haken fahren, da haben wir ja letztes Mal mit Mama eine Pause gemacht. Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Sind wir da nicht vom Nürburgring gekommen, oder? Wir sind genau von gerade da so gekommen, letztes ja? Mal, ja. Dann sind wir nach links aber gefahren. Dann haben wir da eine Pause gemacht, da sind wir hier lang gefahren zu einem Treff mit ja? Dir. Ja. Boah, guck mal, wie viele unterwegs sind. Ja. Von wegen Stay at Home und Gruppen. Und in Gruppen sind sie unterwegs, das ist natürlich nicht so gut. Man kann jetzt nicht irgendwie sagen, dass sie alle zusammengehören. Ich meine, wir gehören ja jetzt auch nicht zu den Vorderen. Und ob jetzt 10 Autos hintereinander fahren oder 10 Motorräder, das ist jetzt auch nicht so weit tragisch. Kann man sich ja schlecht anstecken. Aber Gruppenbildung beim Motorradtreff oder bei einer Pause sollte man doch wirklich vermeiden. Wenn es da zu viele übertreiben werden, dann denke ich mal, wird es hier auch noch mal irgendwie eine Änderung geben, dass man sagt, ja, Motorradfahren auch Spaß. Ich glaube, ich war mit einem Freund hier mal. Ja? Das sieht nämlich so aus, als wäre ich mal mit einem Freund hier gewesen. Da war ich ja 2 Tage weg, da hatte ich ja Sonnenbrand. Ich glaube, das war hier. Sorpesee sind wir. Ja. Warst du nicht am Möhnesee? Ja, weil du warst am Möhnesee und hast da geschlafen, ja, bei deinem Freund. Am Möhnesee. Das sah nämlich so ein bisschen aus. Ja, sieht alles irgendwie so ein bisschen ähnlich aus, ne? Ja. Ja, morgen soll es ja wieder kälter werden, ne? Ja. Dann soll es ja sogar teilweise schneien hier im Sauerland. Irgendwie alle, die ich jetzt bis jetzt gesehen habe, fahren irgendwie mit Rollerskates hier die ganze Zeit rum. Ja, die wollen sich jetzt fit halten. Ein bisschen Sport machen ist ja auch nicht verkehrt. Weil wenn du dich bewegst und an der frischen Luft bist und so weiter, das stärkt dein Immunsystem, deine Abwehrkräfte. Und das ist das A und O, um nicht krank zu werden. Oder nicht besonders schlimm krank zu werden. Genau, das ist jetzt das A und O in dieser Zeit, ne? Ja. Ja, wollen wir mal schauen, wie sich das alles entwickelt. Da gibt es ja mehrere Szenarien, ne, die da eintreffen können. Ja. Aber irgendwann muss es auch mal weitergehen, sonst wird es ganz böse werden. Ja. Du kannst ja jetzt nicht 1-2 Jahre nicht in die Schule gehen, oder? Die ganzen Geschäfte können ja jetzt auch nicht besonders lange schließen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Eiswagen da ist, ob die verkaufen dürfen.
Ne, ist nicht da. Die Eisprinzessin ist nicht da. Oh, ist ganz schön was los hier, wa? Ja. Aber die Leute halten sich eigentlich so weit daran. Immer nur so maximal Zweiergrüppchen. Da fährt auch ein Kind mit. Nee, ist glaube ich eine Frau. Ach schön. Wenn der Trecker vor uns nicht so stinken würde, ne? Ja. Wollen wir überholen? Ja. Kommt auch keiner. Der stinkt ja ganz schön nach Abgase, wird einem ja schlecht bei. So, rechts oder links, Marvin? Was meinst du? Weiß nicht. Fahren wir links, wa? Rechts, ja. Geht's wieder nach Hause. Ja. So, halte ich mal fest. Ja. Fahren wir mal schnell. Und ist das Motorrad immer noch zu laut? Nein. Nein? Ja. Die ich davor hatte, die war nicht so laut, ne? Ja. So, halte ich fest, schön. Papa, gib mal ein bisschen Gas. Und macht Spaß, oder? Ja. Fahren wir mal wilde Wiese, wa? Wilde Wiese ist zwar gesperrt, aber nur bergauf. Gucken wir mal. Bevor sie es noch bergab sperren, ne? Oh, steht mitten auf der Straße, das ist auch gut. So, die fällen im Baum. Ja, da muss aber mal ein bisschen mehr absichern da. Immer ein Warndreieck mal dahinstellen. Ja, der ist ja auch los. Sie hat noch nicht mal eine Warnweste an. Ne? So, können wir. Ist das leer hier, wa? Das sind Quads. Mhm. Kennst du sowas? Ja. Motorrad auf vier Räder sozusagen, ne? Ja. Ich denke, bergauf ist gesperrt. Wo kommen die denn alle her?
denke, es ist gesperrt, die Strecke. Verstehe ich nicht. Oder ist sie bergab gesperrt? Ich habe da gerade kein Schild gesehen. Hast du da ein Schild gesehen? Nein. Dass man als Motorradfahrer hier nicht langfahren darf? Oder gilt das erst ab 1.4. hier? Oder es kann sein, dass er einfach gleich irgendwann später so eine Kurve kommt, wo man wieder abfahren muss. Also in andere Richtung. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist hier keine Abfahrt. Guck mal, hier kannst du schön gucken, siehst du? Schön, ne? Ja. Na, ich hoffe, das klappt mit Österreich. Das Hotel hat jetzt schon gesagt, anstatt 30 Tage im Voraus kostenlos Storno, ist es jetzt möglich, 5 Tage im Voraus zu stornieren. Ja, verschafft einem noch ein bisschen Zeit, ne? Mhm. Um die Lage besser einschätzen zu können. Aber man weiß ja gar nicht, wie es weitergeht. Man weiß es einfach nicht. Ja, oh, oh, oh. Ja, das sollte man jetzt wirklich nicht machen. Sein Glück herausfordern. Geben wieder alles. Ne? Erstmal ist Saisonanfang, man muss überhaupt mal wieder reinkommen und dann wird wieder gleich so losgeballert. Was steht denn hier drauf? Oh, nix. So, immer noch angenehm oder zu kalt oder zu warm? Nee, meine Hose klebt nur ein bisschen. Die Hose klebt ein bisschen? Ja. Dann schwitzt du ja sogar ein bisschen, ne? Ja. Hast du denn keine Hose drunter? Eine Stoffhose? Nein. Nö. Hast du nicht gemacht? Nee. Papa zieht sich immer so eine, ja, wie so eine lange Unterhose zieht er sich drunter. Mama hat mir das auch gesagt, aber die waren mir ein bisschen zu eng. Ja? Ja. Müssen wir dir mal neue kaufen, ne? Ja. Ja, also bis jetzt habe ich nichts gelesen. Weder berghoch noch bergab. Naja, schauen wir mal. So, sollen wir mal hier links fahren? Fahren wir einfach mal nach links Richtung Vetter, ne? Nur eine Ducati. Und festhalten. Amerikanisches Auto, siehst du das? Ja. Cool, ne? Mhm. Ja, schade, dass Mama nicht mitgefahren ist, ne? Mhm. Aber die muss ja leider arbeiten. Hier ist ein Weg, da können wir Pause machen. Ja? Ja. Hier unten hätten wir Pause machen können. Ja, ich habe dich ja vorhin gefragt, da wolltest du noch keine Pause machen. Na komm, fahren wir noch ein bisschen, machen gleich Pause, ne? Ja. Gucken wir mal nach einem schönen Plätzchen. Oh, Trecker. Trecker voraus. Wir gucken, ob wir den gleich überholen können hier. Ich sehe kein Auto. Was denn? Ich sehe kein Auto.
Ja, aber ich kann nicht in eine Kurve reingucken. Du musst immer damit rechnen, dass da einer zu schnell fährt. Und dann können wir, siehst du, was macht der jetzt? Lässt er uns durch oder was? Ne, siehst du, der fährt da rein, hat sich das Problem von alleine gelöst. Wunderbar. Speed-Trippe. Nee, Street-Trippe. Die kleine. Fahren wir mal hier lang. Hier ist doch schön gemütlich. Und dann suchen wir uns ein schönes Plätzchen, ne? Guck mal, hier ist so geil. Hast du gesehen da, der See? Ja. War nicht schlecht, ne? Ja. Hier richtig rum. Schöne Strecke hier, Marvin, ne? Ja. Richtig schön Kurve. Ja, hallo? Oh, Alter, ey. Meine Fresse, ey. Genau vor solchen habe ich Schiss. Da kannst du noch so zurückhaltend fahren. Oh, guck mal, hier kannst du richtig schön gucken, wa? Wollen wir mal hier Pause machen? Ja. Komm, hier stellen wir uns hin. Hier ist doch schön. Schön in der Sonne, ne? So, soll Papa zuerst absteigen? Ja. Ja? Ja. Okay. Alles easy, ne? Ja, ich klebe halt nur ein bisschen. Klebst nur ein bisschen? Ja. Am Popo. Die Am Hose. Popo. Ach, die sind ja klein. Die sind ja klein, hier, guck mal. Schön. Und Papa legt auch wieder. Kannst du deine. Meine Hand. Deine Hand? Tut die weh? Ja, ein bisschen gerade. Ja. Jo. So, hat doch genau gepasst mit dem Akku. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen hier mit Junior, ne? Ja, und wir sehen uns dann wahrscheinlich im zweiten Teil, wenn es eingeben wird, wieder. Bleibt gesund, munter und vor allen Dingen oben, meine Lieben, ne? In diesem Sinne, haut rein. Oh. Schön. Bis demnächst.